Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE. Welcher Wochentag ist heute? Was wollte ich eigentlich in der Küche und wie war noch gleich der Name von dem Mann da hinten? Ich komme gleich drauf. Diese kleinen Aussetzer, Hand aufs Herz, die kennen wir. Ab wann sprechen wir aber von Demenz? Schön, dass Sie dabei sind, ob Sie selbst jetzt direkt betroffen sind oder vielleicht eine Angehörige, ein Angehöriger oder einfach interessiert sind, ob diagnostiziert oder der leise Verdacht besteht. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass uns das Thema in den nächsten Jahren deutlich häufiger begegnen wird. Das liegt sicher daran, dass wir mehr Menschen sind, dass wir älter werden und auch, dass Demenz viel öfter erkannt wird als noch so vor 20 oder 30 Jahren. Hier am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen arbeiten Hirnforscherinnen und Hirnforscher aus 50 Ländern. Und wir wollen in diesem Podcast erfahren, wo die Forschung gerade steht, Hirn und Heinrich. Ich bin Sabine Heinrich, Journalistin. Und das Hirn ist heute Professor Dr. Anja Schneider. Wie schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Wenn Sie neue Leute kennenlernen und Sie erzählen, dass Sie die Leiterin der Klinik für neurodegenerative Erkrankungen und Gerontopsychiatrie des Universitätsklinikums Bonn sind, wie reagieren Menschen, die mit dem Thema eigentlich nichts zu tun haben, auf Sie? Also eine Frage ist immer, was ist Gerontopsychiatrie? Aber darum soll es ja heute wahrscheinlich nicht gehen. Aber was ist Gerontopsychiatrie? Da geht es um seelische Erkrankungen im Alter über 65 Jahren. Und die zweite Antwort ist häufig, ich kenne auch jemanden, der hat eine Demenz, kannst du nicht mal. Tatsächlich kommen ja. Dann die Fragen direkt ja. Schon sofort auf die 12. Ja. Und was sind dann so, wo geht es dann hin, in welche Richtung? Die meisten haben irgendeinen Angehörigen, der hat Symptome und man weiß nicht genau, ist das schon eine Demenz, so wie Sie das gerade auch schon im Eingang geschildert haben, oder ist das noch alterstypisch? Oder jemand erzählt von irgendeinem Angehörigen, der mit einer Demenz verstorben ist. Und was antworten Sie dann? Ja, wenn die Frage kommt, ist das jetzt schon eine Demenz oder ist das noch alterstypisch, dann ist eine so eine Möglichkeit, dass man fragt, ob es über das Gedächtnis hinaus noch weitere betroffene kognitive Domänen gibt. Oder man empfiehlt den Leuten, dass sie sich eben für eine Testung vorstellen. Man kann ja schauen, wie stark ist das Gedächtnis betroffen und ist das noch alterstypisch. Da gibt es ja halt je nach Alter und Bildungsstand und Geschlecht gibt es eben bestimmte Grenzwerte, wo man weiß, das ist jetzt noch im Bereich des Normalen und dann gibt es irgendwie Werte, da wird man dann schon hellhörig und würde dann eine weiterführende Diagnostik empfehlen. Also so genau kann man das häufig nicht sagen, weil ja auch einfach das Ausmaß eine Rolle spielt und wie gesagt, was ist darüber hinaus noch betroffen? Gibt es da irgendwie Probleme im Alltag? Gibt es Orientierungsstörungen? Können die finanziellen Angelegenheiten noch alleine erledigt werden oder hat das nachgelassen? Häufig wird auch berichtet, dass das Kochen irgendwie einfacher geworden sei, also einfachere Gerichte werden gekocht oder es wird gar nicht mehr gekocht oder es gibt Probleme beim Autofahren oder die Personen, die da betroffen sind, die ziehen sich zurück, die vernachlässigen ihre Hobbys zum Teil, weil sie die halt auch kognitiv gar nicht mehr bewältigen können. Die geben dann nach und nach Hobbys auf oder beteiligen sich nicht mehr so an Gesprächen. Solche Symptome kann man dann eben erfragen. Und wenn sowas noch über das Gedächtnis hinaus vorhanden wäre, dann würde man ja in jedem Fall eine Abklärung empfehlen. Aber das ist dann schon interessant, dass da ist Informationsbedarf, oder? Ja. Also es kommen sofort, zack, 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 ganz viele Fragen. Das mit dem Kochen zum Beispiel, das höre ich jetzt heute zum allerersten Mal. Aber ja klar, Kochen ist ja auch eine ziemlich schwierige Angelegenheit manchmal. Und da muss man sich sehr konzentrieren, Dinge gleichzeitig machen. Genau. Ja, guter Hinweis. Und man muss halt auch planerisch denken. Man muss vorausplanen, was muss ich einkaufen, was brauche ich, in welcher Reihenfolge mache ich was. Und wenn man kompliziertere Dinge kocht, dann muss man ja auch parallel arbeiten und auch die Zeit im Auge behalten. Und genau. Ja. Wissen eigentlich immer alle so genau, was Demenz ist? Nee, das wird ja häufig dann irgendwie gleich benutzt mit Alzheimer. Mhm. Und Demenz ist ja eigentlich der Überbegriff für verschiedene Formen von kognitiven Störungen im Alter oder eben auch im jüngeren Alter. Das ist ja eigentlich gar kein altersabhängiger Begriff. Es gibt ja auch Demenzerkrankungen im Kindesalter. Demenz bedeutet ja eigentlich, dass eine kognitive Leistungsfähigkeit, die vorher bestanden hat, dass die nachlässt, progredient über mindestens ein halbes Jahr und eben dazu führt, dass die Defizite, die man hat, auch die Alltagsfunktionen beeinträchtigen. Dann lassen Sie uns mal reinzoomen. Welche verschiedene Formen von Demenz gibt es? Das ist auch wieder altersabhängig. Also Demenzursachen im Kindesalter sind ganz andere als Demenzursachen im höheren Erwachsenenalter. Ich glaube, zum Kindesalter Demenzen, da wird es ja noch einen Podcast-Beitrag geben. Genau. Ich bleibe jetzt mal
beim höheren Erwachsenenalter. So mittleres Erwachsenenalter wären es auch wieder andere Ursachen. Da kann es vor allem entzündliche Erkrankungen geben oder vielleicht einen Hirntumor oder solche Dinge, metabolische Erkrankungen. Während so im höheren Erwachsenenalter über 50 gibt es, also im Alter zwischen 50 und 65, da wären am häufigsten die Alzheimer-Demenz tatsächlich und die frontotemporale Demenz, während über 65 der Anteil der Alzheimer-Demenzen eben zunehmend an den Ursachen für Demenzerkrankungen. Alzheimer-Demenz ist also insgesamt im höheren Erwachsenenalter die häufigste Ursache, dann gefolgt von Demenzerkrankungen, die eine gefäßbedingte Ursache haben. Da gibt es auch viel Mischformen mit der Alzheimer-Demenz. Und dann gibt es die schon erwähnte frontotemporale Demenz, die hat im Alter unter 65 Jahren doch verglichen mit der Alzheimer-Erkrankung fast ebenso häufig ist. Es gibt Demenzerkrankungen, die mit einer Parkinson-Symptomatik einhergehen. Das sind einmal die Lewy-Körperchen-Demenz, aber dann gibt es eben auch diese langjährigen Parkinson-Erkrankungen, die in einer Parkinson-Demenz münden können. Boah, das erschlägt mich. Also das ist ja wirklich so umfassend. Können Sie mir erklären, wo der größte Unterschied zwischen zwischen Alzheimer ist und jetzt zum Beispiel einer anderen Demenz? Naja, also man kann das irgendwie von zwei Seiten her betrachten. Einmal kann man gucken, was ist die molekulare Ursache, also welche Pathologie liegt der Demenz zugrunde. Darüber sind die ja eigentlich auch definiert. Und auf der anderen Seite gibt es das, was wir eben klinisch sehen, was die Familie bemerkt, was der Patient vielleicht selbst bemerkt und wir als Ärzte eben sehen, wenn wir den Patienten das erste Mal sehen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Symptome bei diesen Erkrankungen, aber tatsächlich definiert werden die durch ihre molekulare Pathologie. Mhm. Und wenn man jetzt von der klinischen Seite her kommt, dann gibt es so Schablonen, aber tatsächlich kann man allein anhand der Symptome, die man bemerkt, die Diagnose noch alleine nicht stellen. Also man kann das jetzt nicht anhand der Beschreibung der Erkrankung unterscheiden. Aber wenn man das so ein bisschen plakativ versucht, dann könnte man sagen, bei der Alzheimer-Erkrankung, die beginnt halt häufig mit Gedächtnisproblemen oder Wortfindungsstörungen. Also es fällt mir das Wort nicht ein, nachdem ich suche. Und häufig bemerken die Patienten das selber gar nicht so sehr wie das Umfeld. Also die haben wenig Krankheitseinsicht. Dafür ist es dann ein kontinuierlicher, schleichender Prozess, während bei Patienten, die so gefäßbedingte, also vaskuläre Demenzen haben, das beginnt häufiger mal so eher plötzlich und verschlechtert sich stufenförmig, also bleibt eine lange Zeit konstant und dann gibt es wieder so einen Einbruch und die Symptomatik fluktuiert häufig, so Tage sind besser als andere und die Patienten haben in der Regel halt ein ganz gutes Gefühl dafür, dass da was nicht stimmt, dass das ihr Gedächtnis nachlässt. Wir haben in diesem Podcast noch gar nicht so richtig darüber gesprochen, welche Rolle Depressionen da eigentlich spielen. In welchem Zusammenhang steht das zu Demenz? Das ist häufig so, dass bei depressiven Erkrankungen die Patienten eben über Konzentrationsstörungen klagen und infolgedessen dann auch über Gedächtnisstörungen. Also die können sich primär schlechter darauf konzentrieren, was sie hören oder sehen im Fernsehen und deswegen können sie sich später schlechter daran erinnern. Also das ist ein häufiges Symptom bei Depressionen und in der Regel nimmt das dann auch wieder ab, wenn die Depression sich lichtet. Also das kann man häufig auch so rausfragen, dass die Depressionen und die Gedächtnisstörungen gleichzeitig kommen und immer dann, wenn die depressiven Phasen besonders schwer sind, dann eben auch die Gedächtnisstörung schwer ist. Umgekehrt ist es halt so, bei der Alzheimer-Erkrankung kann es auch sehr früh im Verlauf auch zu einer depressiven Symptomatik kommen, wo man nicht so genau weiß, ist das jetzt eine Reaktion auf die nachlassende Gedächtnisleistung oder ist es tatsächlich auch eine organisch bedingte Depression, dadurch, dass einfach bestimmte Nervenzellen im Gehirn absterben. Und so diese typische depressive Symptomatik bei Demenzerkrankungen ist eigentlich, Patienten ziehen sich sozial zurück, die vernachlässigen Interessen, die haben wenig Antrieb, die sind schneller erschöpfbar. Und das kann man häufig, gerade im Anfangsstadien, nicht so gut von der echten Depressionen unterscheiden, die halt auch mit kognitiven Symptomen einhergehen kann. Und das heißt, es wird, also wir haben in diesem Podcast schon gelernt, bei Alzheimer ist es so, dass die Erkrankung eigentlich schon beginnt zu einem Zeitpunkt, wo überhaupt noch lang keine Symptome da sind. Das ja auch schwierig ist, dieses Fenster zu treffen. Könnten Depressionen tatsächlich schon so ein Fingerzeig darauf sein und dass man, Sie können mich auch stoppen in meiner These hier, was ich einfach hier so rauspuste,
unwissenschaftlich, wie ich bin, ja, dass man vielleicht falsch behandelt wird? Also es ist tatsächlich so, dass Personen, die eben Depressionen haben und je häufiger sie depressive Phasen haben, desto höher ist das Risiko dafür, dass sie später auch wirklich eine Demenzerkrankung, also eine Alzheimer-Demenz entwickeln. Und die Frage, ob eine Therapie mit Antidepressiva dazu führt, dass die Demenz sich weniger schnell manifestiert oder vielleicht seltener manifestiert, das ist eine ganz spannende Forschungsfrage. Tatsächlich ist es nämlich so, dass es ein Antidepressivum gibt aus der Substanzklasse der selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Und von dem weiß man zumindest aus Tierversuchen, dass es in einen der grundlegenden pathogenen Vorgänge bei der Alzheimer-Erkrankung eingreift. Also es verhindert, dass das Amyloid-Beta-Peptid produziert wird. Und insofern konnte man sich schon vorstellen, dass man durch eine Therapie mit diesem Antidepressivum tatsächlich irgendwie verhindern könnte oder positiv den Einfluss der Erkrankung beeinflussen könnte. Das ist allerdings in prospektiven Studien noch nicht untersucht worden. Und es gibt ganz viele epidemiologische Studien, wo man quasi in die Vergangenheit schaut, aus Krankenkassendaten oder aus großen Kohortendaten, ob Patienten, die Depressionen hatten und solche Antidepressiva bekommen haben, ob die seltener oder später an einer Alzheimer-Demenz erkranken. Und dass die Datenlage etwas inhomogen, das heißt, es gibt sich widersprechende Daten. Also wir selber haben so eine Studie gemacht und konnten finden, dass eine Behandlung der Patienten, die eben mit diesen Antidepressiva behandelt wurden, von denen ich gerade gesprochen habe, dass sie später eine Demenz bekommen haben, als solche, die andere Antidepressiva bekommen haben. Das ist also tatsächlich so einen schützenden Effekt von diesen selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehämmern gab. Es gibt aber andere Studien, die mit anderen Datensätzen gearbeitet haben und das Gegenteil gefunden haben. Von daher muss man da noch weitere Untersuchungen machen. Das ist sicherlich ein ganz spannendes Feld. Was Sie vorher gesagt haben mit diesen rezidivierenden Depressionen, man weiß nicht genau, ob das jetzt tatsächlich irgendwie die Ursache ist oder ob das nicht einfach irgendwie ein ganz, ganz frühes Zeichen ist. Auch das ist noch nicht abschließend untersucht. Aber ist auch in der Klinik wirklich irgendwie eine ganz spannende Fragestellung. Hat dieser Patient jetzt wirklich primär eine Depression und wird die Kognition wieder besser? Oder ist das tatsächlich das erste Anzeichen von einer beginnenden Demenz? Und da kommen dann ja eben verschiedene apparative oder laborchemische Zusatzuntersuchungen mit ins Spiel, wo man das so ein bisschen besser voneinander abgrenzen kann. Und natürlich auch so der zeitliche Verlauf. Wir würden die Depression behandeln und wenn die Depression sich lichtet und die Kognition wird besser, dann spricht ja einiges dafür, dass diese Symptome, die der Patient hatte, erstmal auf die Depression zurückzuführen sind und nicht auf eine Demenzerkrankung. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass durch eine Demenzerkrankung auch Depressionen auftauchen können. Genau, also einmal reaktiv, ne, weil die Patienten ja auch trotzdem merken, irgendwas funktioniert jetzt nicht mehr so, wie es funktionieren soll. Genau. Und zum anderen aber auch, weil man eben denkt, dass diese Alzheimer-Pathologie auch verschiedene Nervenzellgebiete, also Kerngebiete beeinflussen, die eben auch zu einer Depression führen können. Das sind ja diese serotonergen Kerngebiete im Hirnstamm, die dann auch ganz früh bei der Alzheimer-Demenz auch von dieser Pathologie betroffen sind. Und man kann sich eben vorstellen, dass es wirklich eine organische depressive Komponente hat. Und häufig ist es auch so, dass diese depressive Symptomatik bei Demenzerkrankungen auch auf die gängigen Antidepressiva nicht mehr so gut anspricht. Frau Schneider, wir haben eine Mail bekommen hier vor ein paar Tagen zu diesem Podcast. Und da hat uns ein Mann geschrieben, meine Frau ist mit 50 an der frontotemporalen Demenz erkrankt. Das war 2014 und unsere drei Kinder waren damals 11 bis 14 Jahre alt. Es hat die Familie so stark belastet und heute lebt sie in einem Heim. Wir haben sehr lange versucht, es anders zu lösen, was in einer Familie mit Kindern, die sich entwickeln wollen, schwierig ist. Und er schreibt weiter, auf der einen Seite ein Mensch, der eine möglichst feste Struktur braucht, auf der anderen Seite Menschen, die sich entfalten wollen und müssen. Ich habe jedenfalls sehr lange versucht, beides zu vereinbaren. Die Folgen merken wir noch heute. Es hat tiefe Narben hinterlassen. Wir beginnen erst jetzt damit, das aufzuarbeiten. Wir besuchen meine Frau mehrfach die Woche. Sie scheint glücklich in ihrer Welt und wir machen langsam unseren Frieden. Mich hat diese Mail wahnsinnig berührt, weil sie eben ja, genau das beschreibt, was so eine Diagnose mit sich bringt, nicht nur für den Betroffenen, sondern welche Folgen das eben auch für die ganze Familie hat. Was sagt Ihnen das, wenn ich Ihnen das so vorlese?
Ja, es klingt vertraut, wobei das ja natürlich immer noch mal besonders schlimm ist, wenn so junge Kinder oder Jugendliche betroffen sind. Das ist ja noch mal was ganz anderes, als wenn so eine Demenzerkrankung irgendwie Familien trifft, wo die Kinder schon erwachsen sind. Ich glaube, erwachsene Kinder können damit viel besser umgehen als solche Jugendliche. Mhm. Das ist sicherlich was die frontotemporale Demenz nochmal besonders macht im Vergleich zu anderen Demenzerkrankungen. Eben auch, dass die betroffenen Patienten noch sehr jung sind. Die sind ja auch vielfach, stehen die noch im Berufsleben, manchmal sind die Hauptverdiener und dann fällt ja halt irgendwie diese Einnahmequelle weg. Das ist ja eine Sache, die man auch überhaupt nicht irgendwie vernachlässigen sollte, dass da ja auch finanzielle Sorgen dranhängen können. Wird jemand berufsunfähig und dann sind da eben noch Kinder im Haus unter Umständen, die sehr jung sind und wo sich irgendwie der Vater oder die Mutter irgendwie ganz, ganz schlimm verändern. Das ist ja bei der frontotemporalen Demenz so, dass da nicht nur, also wenn wir jetzt von der Verhaltensvariante sprechen, dass dann nicht nur irgendwie Gedächtnisprobleme auftreten und irgendwie kognitive Fähigkeiten verloren gehen, sondern tatsächlich steht da ja am Anfang eine Wesensänderung sehr stark im Vordergrund. Inwiefern? Also gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt einmal eine Variante, wo Menschen sehr apathisch werden, sich sehr zurückziehen, aber es gibt eben auch das Gegenteil, dass sie irgendwie sehr enthemmt werden, dass sie sich nicht mehr an soziale Normen halten, dass sie ihre Empathie verlieren, dass sie also gar nicht mehr irgendwie einfühlsam irgendwie auf diese Kinder oder auf den Ehepartner oder auf Freunde eingehen können. Die verhalten sich auch peinlich, also die können sich wirklich nicht mehr an soziale Normen halten. Es gibt immer wieder Konflikte, gerade dann, wenn die Diagnose noch nicht getroffen ist. Manche, die fangen an, irgendwie ganz viel zu essen oder irgendwie übermäßig Alkohol zu trinken oder Drogen zu konsumieren. Die können so komische Spleens entwickeln, das ist komische Verhaltensweisen. Also wir hatten schon einen Patienten, der ist immer in die Mülltonne in der Nachbarschaft und hat da alles rausgeholt, was man nochmal verwerten kann. Häufig zerbrechen die ganzen Freundeskreise von diesen Patienten, bevor die Diagnose gestellt wird und man das irgendwie wenigstens einordnen kann. Und für Kinder, und aber natürlich auch Ehepartner, ist das natürlich eine ziemlich schlimme Erfahrung, weil man ja auch gar nicht weiß, irgendwie, warum verhält diese Person sich so und was haben wir falsch gemacht. Viele werden auch auf Eheproblematiken hin behandelt. Die gehen dann in Paartherapie, bis dann irgendwann die Diagnose kommt. Das klingt auch nach einer wahnsinnigen Odyssee, ne? bis das mal herausgefunden wird. Was passiert im Hirn dabei? Was ist die Ursache für diese Form von Demenz? Also der Name sagt das ja schon so ein bisschen, frontotemporal bedeutet halt die Hirnregionen, die dabei betroffen sind. Das ist halt der frontale Hirnbereich und der temporale. Und diese Lokalisation, wo Nervenzellen eben aufgrund der Pathologie zugrunde gehen, die bedingt halt auch diese Symptome von diesen Patienten. Und Gedächtnisprobleme oder dass die Patienten sehr ruhig werden und sich im Heim so zurückziehen, das ist dann erst sehr, sehr spät. Und am Anfang, die sind jung, die sind kräftig, die sind umtriebig, die laufen rum, die machen irgendwie alles, was sind da auch nicht einsichtig und machen Dinge, die sie halt nicht tun sollen. Manche werden auch kriminell, einige sind sexuell enthemmt. Also das kann man sich gerade in der Familie mit Kindern, führt das häufig zu sehr schlimmen Situationen. Hm. Was bedingt das, dass das passiert? Also gibt es irgendwelche Bedingungen dafür? Ursachen? Ja, für die frontotemporale Demenz. Ja, das ist noch nicht so gut verstanden. Also es gibt genetische Fälle, also das heißt, es wird dann vererbt, die Pathologie. Das sind ungefähr 10-15% der Fälle der Fall. Und die anderen Ursachen, die kennt man nicht so richtig. Also es gibt da keine einzelne Ursache. Es gibt halt Risikofaktoren. Also zum Beispiel Schädelhirntraumata können ein Risikofaktor sein dafür. So gut ist das nicht tatsächlich nicht verstanden, wie es dazu kommt. So wie es ja eigentlich auch bei der Alzheimer-Erkrankung gibt es auch diese monogenen Fälle. Also gibt es eine Vererbung, aber alle anderen Fälle, die sporadischen, da spielen viele Ursachen mit rein. Da gibt es verschiedene Risikokonstellationen, wenn die zusammenkommen und dazu noch eine gewisse genetische Prädisposition, die aber jetzt nicht so in 50% der Fälle weiter vererbbar wird, sondern da spielen viele genetische Faktoren eine Rolle, Umweltfaktoren. Wenn das dann alles zusammenkommt, dann kann sich diese Erkrankung eben entwickeln. Und ähnlich ist es bei der frontotemporalen Demenz.
Das muss für so eine Familie fürchterlich sein, wenn man auch keine Antworten darauf bekommt. Ne? Warum ist das so und woher kommt das jetzt? Was haben wir gemacht? Und dass es so nebulös bleibt. Ja, und gerade bei der frontotemporalen Demenz, wo es halt doch irgendwie eine, sag mal, nicht unerhebliche erbliche Komponente gibt, ist dann ja auch immer die Frage, könnte das jetzt was Erbliches sein und bin ich betroffen? Also ganz oft hat man ja die Situation, da kommen dann Familien und dann stellt sich raus, tatsächlich, da liegt halt ein, oder es könnte ein genetischer Defekt vorliegen und dann sind die Kinder mit dabei, die gerade irgendwie ihre ersten Kinder bekommen haben, die sind noch irgendwie im Kindergartenalter und dann ist immer die Frage, wollen wir das wissen und welche Konsequenzen hat das für uns? Und die Kinder, also manchmal ist es ja so, dass die Patienten dann einen Gentest machen lassen, nach Aufklärung auch der betroffenen Kinder. Dann entscheidet man sich dafür, dann stellt sich raus, irgendwie tatsächlich, die Tochter ist auch betroffen. Die hat jetzt gerade ein einjähriges Kind, da weiß man irgendwie gar nicht, ob das auch betroffen ist. Kann man dann aber auch nicht testen. Und das muss man sich tatsächlich auch gut überlegen, ob man da irgendwie eine Was Testung sagen Sie haben da? Möchte Wo und das Sie? Wissen will. Das ist, glaube ich, immer individuell ganz unterschiedlich. Also am Ende gibt es dann eine ausführliche genetische Beratung, die ja auch bei den asymptomatischen Kindern dann durch einen Humangenetiker erfolgen muss. Und die Familien entscheiden sich ganz unterschiedlich. Da spielen ja ganz, ganz viele Dinge rein. Manche Leute sagen lieber, ich möchte das nicht wissen. Und andere sagen, ich muss es wissen, sonst finde ich keine ruhige Sekunde mehr. Oder ich möchte es wissen, bevor ich irgendwie eigene Kinder bekomme. Ich möchte das nicht weiter vererben. Oder ich möchte nicht irgendwie selber eine erkrankte Mutter sein. Also solche Dinge spielen da auch eine Rolle. In dieser Mail steht ja auch, sie scheint glücklich in ihrer Welt. Das ist so ein Satz, über den ich da auch gestolpert bin. Es ist ja häufig so, dass die betroffenen Patienten irgendwie ab einem gewissen Stadium zumindest irgendwie relativ zufrieden sind. Und woran so macht man es fest? Also es ist so, manchmal ist ja auch meine Begegnungen mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind, sie waren immer eher geprägt davon, von meiner Unsicherheit. Weiß die jetzt noch, wer ich bin und so etwas, ne? Weiß man, wie es denen geht? Nicht so richtig. Also es gibt natürlich so Lebensqualität-Fragebögen, die man ausfüllen lassen kann, aber ab bestimmten Stadien, wenn das Lesen nicht mehr gut funktioniert oder irgendwie dass das Verständnis für das gesprochene Wort nicht mehr gut funktioniert, dann weiß man ja auch nicht, ob man das verwerten kann. Muss aber sagen, so aus Erfahrung, viele machen einen ganz zufriedenen Eindruck, wenn sie irgendwie in einem familiären oder auch in einem Heimumfeld sind, in dem nett mit ihnen umgegangen wird. Also wenn das Umfeld stimmt, wenn sie nicht unter Druck gesetzt sind, wenn genügend Zeit da ist, dass sie irgendwelche Sachen machen können und nicht unter Zeitdruck stehen, wenn man ihnen hilft und wertschätzend mit ihnen umgeht, dann machen die meisten irgendwie einen ganz zufriedenen Eindruck. Aber natürlich leidet das Umfeld darunter, weil da verändert sich ja jemand, den man anders gekannt hat vorher. Und das ist natürlich schon ein sehr einschneidendes Erlebnis und auch was einen sehr traurig machen kann. Und natürlich sind auch die Angehörigen, die täglich mit dem Patienten konfrontiert sind, sind natürlich auch extrem gefordert. Das ist ja, eine ganz anstrengende Tätigkeit, für jemanden mit Demenz zu sorgen, dafür zu sorgen, dass es dem gut geht, dass er irgendwie angezogen ist, dass er was zu essen bekommt, dass man irgendwie ihn unterhält, dass er sich nicht in eine gefährliche Situation bekommt. Das ist ja am Ende dann auch ein 24-Stunden-Job, den man irgendwie 7 Tage die Woche macht und wo man unbedingt auch Hilfe von draußen braucht. Und selber ist man ja auch mit seiner eigenen Trauer um den Angehörigen zugange. Und das ist natürlich alles sehr, sehr anstrengend und belastend. Als Klinikdirektorin haben Sie ja täglich Kontakt mit Patienten und Patientinnen. Sind das auch alles Dinge, die Sie mitbedenken, wenn Sie Ihre Patientinnen und Patienten treffen? Unbedingt, ja. Und natürlich denken wir auch sehr an den Angehörigen. Da haben wir immer ein Auge darauf, dass der in seiner Situation auch irgendwie weiß, wo kann ich mir Hilfen holen, was gibt es für Unterstützungsangebote, wo wir auch immer drüber reden, dass es wichtig ist, dass es auch so Auszeiten gibt für den pflegenden Angehörigen, der dann ja natürlich auch irgendwo noch Zeit für sich selbst haben sollte, wenn das überhaupt möglich ist. Und wo wir sicher auch ab einem gewissen Punkt die Angehörigen darin bestärken, entweder jetzt eine 24-Stunden-Pflegekraft ins Haus zu holen oder den Angehörigen vielleicht doch in Seniorenheim, Pflegeheim irgendwie zu bringen, wenn wir sehen, es geht eigentlich hier gar nicht mehr.
Jetzt würde ich gerne mit Ihnen ein Thema besprechen, was ich in diesem Podcast noch gar nicht angesprochen habe. Es ist ja völlig klar, es gibt keine Heilung, was im Hirn kaputt ist, lässt sich nicht wiederherstellen. Wie ist eigentlich die Lebenserwartung von Demenzkranken? Das ist ganz unterschiedlich. Ich meine, wenn wir gerade von Alzheimer-Patienten sprechen, die sind ja manchmal dann auch schon Mitte 80, Ende 80, dann mitunter sterben die ja dann an ganz anderen Ursachen, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung oder einer Tumorerkrankung. Wenn das jüngere Patienten sind, dann ist auch ganz unterschiedlich. Es gibt sehr schnelle Verläufe und es gibt manchmal langsamere Verläufe. Das wird man ja oft gefragt, wie lange hat mein Angehöriger oder wie lange habe ich damit noch mit dieser Erkrankung. Aber stirbt man dann an Demenz? Ja, es ist unterschiedlich. Also wenn man keine andere Ursache hat zu sterben, wenn wir jetzt gerade mal bei der Alzheimer-Demenz bleiben, dann ist es ja häufig so, dass Patienten immer weniger laufen und häufig dann am Ende irgendwie nur noch im Stuhl sitzen oder auch im Bett legrig sind, dann bekommen die häufig auch tatsächlich eine Lungenentzündung oder die bekommen Thrombosen und sterben dann an thrombotischen Ereignissen. Ja, manchmal gibt es auch Schluckstörungen. Also der Prozess, der breitet sich ja immer weiter aus über das gesamte Gehirn und irgendwann sind eben auch diese Zentren betroffen, die das Schlucken regulieren. Dann verschlucken sich die Leute, bekommen dann Aspirationspneumonien, also eine Lungenentzündung, die dadurch entsteht, dass man Nahrung verschluckt hat. Also das sind so die häufigsten Todesursachen. Man weiß das gar nicht so ganz genau, woran Patienten mit Demenz versterben. Da greift man dann immer auf diese Todesursachenregister zurück und schaut, was ist da bei Demenzpatienten überproportional häufig. Und was man da eben am meisten findet, sind eben diese Lungenentzündungen und Thromboembolien. Hm. Aber es geht eben auch in der Behandlung von Menschen mit Demenz darum, dass man es erträglicher macht. Dass man das lindert. Woran forschen Sie gerade persönlich? Was ist Ihre Mission? Ja gut, wir sind eher so im früheren Bereich unterwegs und uns interessiert natürlich, wie kommt das zu diesen Erkrankungen und wie kann man sie besser diagnostizieren? Sie hatten die frontotemporale Demenz angesprochen. Da gibt es im Gegensatz zur Alzheimer-Erkrankung ganz viele unterschiedliche molekularen Ursachen. Also unterschiedliche Eiweiße können da sich pathologisch verändern. Und man weiß so, wenn man den Patienten sieht, rein anhand der Klinik oder vielleicht auch von dem MRT, was man macht, kann man eigentlich nicht genau sagen, welches Eiweiß jetzt wirklich der Schuldige ist. Und wenn man eine Therapie finden möchte und die auch nur untersuchen möchte dann an Patienten, dann wäre es schon irgendwie sehr hilfreich, man wüsste, welches Eiweiß genau betroffen ist. Und da sind wir bei der frontotemporalen Demenz leider noch ganz weit von entfernt. Das weiß man nicht, außer man hat eine genetische Ursache, dann weiß man es ganz genau. Und da einen Biomarker zu finden, das ist ein Forschungsziel bei uns im Labor. Und bei der Alzheimer-Erkrankung, hat man ja auch schon in den anderen Podcasts gehört, ist im Moment das Ziel, möglichst früh die Erkrankung feststellen zu können. Das Fenster, habe ich mir gemerkt. Das Fenster, genau. Das therapeutische Fenster, um dann eben auch therapeutisch helfen zu können. Deswegen muss man diese Personen, die ja noch gar nicht erkrankt sind, aber eben stumm diese Pathologie schon in sich tragen, die muss man identifizieren können. Das ist auch nochmal so ein Biomarker-Projekt und wir interessieren uns in letzter Zeit auch dafür, welche Rolle spielen Entzündungsreaktionen dabei. Und das andere ist, wie kann eigentlich diese Pathologie von einer Nervenzelle auf eine andere übertragen werden? Was sind diese Überträger davon? Wie kommt das von einer Nervenzelle auf die andere und kann ich dann Therapien finden, wie ich diese Übertragung stoppen kann? Aber dafür müsste man als erstes eben besser verstehen, wie diese Übertragung funktioniert. Und da sind wir im Bereich Parkinson, aber auch bei Alzheimer irgendwie sehr dran interessiert, wie sich diese Pathologie ausbreitet. Klingt nicht so, als hätten Sie Langeweile, Frau Schneider. Sind Sie denn auf einem guten Weg? Nicht Sie persönlich, sondern die Forschung? Ja, ich denke schon. Also da hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren. Mhm. Also gerade auch, was diesen diagnostischen Bereich Früherkennung anbelangt bei der Alzheimer-Erkrankung. Da denken wir ja auch, dass in den nächsten Jahren blutbasierte Tests auf den Markt kommen werden. Und das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn Patienten eine Nervenwasseruntersuchung bekommen müssen. Damit kann man kein Massenscreening machen. Aber mit den Bluttests, die irgendwann sicherlich kommen werden in den nächsten Jahren,
Da kann man ja im Prinzip jeden untersuchen. Und wenn es dann eben auch eine Therapie gäbe, die zugelassen ist, dann könnten diese Personen, die halt noch gar nicht, die noch sich im therapeutischen Fenster befinden, die könnten dann auch diese Therapie erhalten. Und ich denke, auch die Therapieforschung hat im Bereich Alzheimer ja großen Sprung vorwärts gemacht. Gibt ja jetzt in den USA ein Medikament, einen Antikörper, wo die Firma die Zulassung beantragt hat. Ob das tatsächlich kommt, weiß man nicht, aber zumindest ist man doch noch optimistischer, als man das vor einigen Jahren war. Was ist der Satz, den Sie Patientinnen und Patienten mitgeben? Den gibt es nicht. Nicht irgendwie was Aufmunterndes oder? Ich meine, es ist ein bisschen schwierig. Es gibt ja keine kausale Therapie gegen die Alzheimer-Erkrankung. Was wir tun können, ist irgendwie, dass wir den Prozess so ein bisschen stabilisieren für ein Jahr. Das ist nicht viel. Also wir wären ja auch glücklicher, wir hätten bessere Therapien. Das Einzige, was wir aufmuntern, das kann man auch nicht aufmunternd nennen, aber was wir den Patienten und den Angehörigen immer sagen, ist, dass wir sie nicht allein lassen, dass wir sie auf dem Weg begleiten und dass wir helfen, so gut es geht, auch gerade in den späten Stadien, wenn dann irgendwie Störungen von Schlaf-Nacht-Rhythmus irgendwie auftreten, wenn die Patienten dann irgendwie tagsüber schlafen und nachts unterwegs sind oder wenn es irgendwie andere Verhaltenssymptome gibt, dass wir da dann halt natürlich symptomatisch auch helfen können. Aber natürlich muss man da realistisch bleiben. Wir können da irgendwie keine Besserung versprechen, was die kognitiven Symptome anbelangt. Und das ist natürlich schon irgendwie eine sehr einschneidende und auch sehr schlimme Diagnose. Aber bei allem, was ich erfahre in diesem Zusammenhang, ist der Satz, wir lassen Sie nicht allein, schon ganz schön groß. Und wenn es dann auch wirklich so ist. Gut, wir sind natürlich irgendwie ärztliche Ansprechpartner. Natürlich können wir auch nur helfen, irgendwie, dass die Personen zu sich nach Hause irgendwie Unterstützung bekommen. Wir können das alles vermitteln und darüber informieren. Aber am Ende sind natürlich die Angehörigen diejenigen, die das irgendwie durchstehen. Professor Dr. Anja Schneider, die Leiterin der Klinik für neurodegenerative Erkrankungen und Gerontopsychiatrie des Universitätsklinikums Bonn. Danke, dass Sie hier im Podcast dabei sind. Gerne. Mehr Informationen gibt es natürlich bei uns auf der Seite. Gucken Sie mal auf dzne.de. Und wir freuen uns über Mails und über Kommentare, wenn es Ihnen gefällt. Abonnieren Sie den Podcast. Mein Name ist Sabine Heinrich. Bis demnächst. Alles Liebe. Danke.